Ich will auch hier einfach noch mal einen kleinen Rückblick nach vorne geben über die Bilanz des Wahljahrs 2011 für uns Grüne. Man weiß es ja nicht so genau, ob das Wahljahr schon zu Ende ist. Aber sagen wir mal, jetzt gehen wir davon aus, dass jetzt nicht mehr gewählt wird in diesem Jahr. Und da muss ich einfach sagen, dass es für uns wirklich ein gutes Jahr war, dass wir Deutschland ergrünt haben, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte in allen 16 Landtagen vertreten sind, dass wir in mindestens fünf, möglicherweise wird sich in den nächsten Tagen eine sechste Beteiligung an einer Landesregierung ergeben. Dann sind wir in sechs Landesregierungen. Das heißt, wir versuchen auch, die Politik in Deutschland von Schwarz-Gelb über den Bundesrat zu verändern und aufzurollen. Wir sind die einzige Partei, die in allen 7 Landtagswahlen und in den Kommunalwahlen kräftig zugelegt hat. Wir haben im Schnitt 6,3% zugelegt und uns praktisch fast verdoppelt. Wir haben 69 Landtagsmandate dazu gewonnen. Die SPD hat 8 gewonnen, die CDU hat 38 verloren und die FDP hat 41 verloren. Das grüne Wachstum heißt für uns, dass wir versuchen, unsere Positionen mehrheitsfähig zu machen in der Gesellschaft. Vor einem Jahr bei der letzten, als wir zusammensaßen bei einer Klausur, hätte ich auch nicht gedacht, dass die größten Anti-Atomkraft-Gegner jetzt in der CSU zu finden sind. Also Sie sehen, wie breit wir eingedrungen sind. Ein noch nicht so stark beachteter, aber ich glaube, sehr wichtiger Hinweis in der Rede des Papstes war der Verweis auf Europa und Athen. Er hat in seiner Rede mehrere Male Athen und die Rolle Griechenlands in der europäischen Vernunfttradition erwähnt. Ich glaube, zumindest konnte man das den Gesichtern der anwesenden CDU, CSU und FDPler ansehen, war das durchaus auch ein philosophischer Fingerzeig, Griechenland nicht allein zu lassen. Der Papst hat der CDU oder den Parteien, die das C im Namen tragen und den Rest FDPlern tatsächlich ins Stammbuch geschrieben, dass eine Pleite Griechenlands und ein Ausschluss aus dem Euro, so wie es ja in der Union und in der FDP diskutiert wird, ein Irrweg ist, der von einer langen europäischen Kulturtraditionsgeschichte keinen Bestand hat. Und wenn jetzt wiederkommt, die deutsche Sprache in die bayerische Verfassung aufnehmen zu wollen, dann ist es so unnötig tatsächlich wie ein Kropf. Widerspricht übrigens dem Diskriminierungsverbot, denn man darf niemand aufgrund seiner Sprache diskriminieren und grenzt vor allem viele, viele Menschen aus, die hier leben, deren Sprache nicht die deutsche Muttersprache ist, die kriegen das Signal, eigentlich gehört ihr nicht hierher. Das ist ein Heimatsbegriff von vorgestern. Und wir bezeichnen Heimat oder für uns ist Heimat etwas, wo du dazugehörst, wo du gebraucht wirst als gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft. Letzter Punkt, ich möchte den hier ansprechen, weil eine weitere absolute Dissonanz in der Bundesregierung in der Frage der Türkei-Politik gestern zutage getreten ist. Und ich frage die Bundesregierung, was ist ihre Haltung zur Türkei? Was ist die Haltung des Bundesaußenministers Wert, der am Montag noch die faire Beitrittsperspektive betont hat angesichts des Staatsbesuchs von Herrn Gül, Frau Merkel die privilegierte Partnerschaft ausgepackt hat und jetzt Herr Westerwelle nicht nur vom Herrn Rösler desavouiert worden ist, sondern Herr Niebel jetzt auch die antitürkische Haltung einnimmt, sagt, die Türkei hat in der Europäischen Union nichts zu suchen. Was bitteschön ist die Position der Bundesregierung auch in der Außenpolitik nicht handlungsfähig, und auch das schreit nach Neuwahl. Claudia Roth hat ja schon das Stichwort geliefert. Die Ablösung von Schwarz-Gelb ist unser Ziel und die Ablösung von Schwarz-Gelb ist auch unser Ziel in Bayern. Auch in Bayern gerät die politische Landschaft in Bewegung. Die grünen Themen setzen sich peu à peu durch.
Wir erleben es gerade, was das Thema Energiewende angeht, aber auch das Thema Gentechnikfreiheit, Klimaschutz, all die grünen Themen, die wir seit Jahren vertreten, setzen sich immer breiter durch. Wir haben gesellschaftliche Mehrheiten für diese Themen. Gegen grüne Positionen in diesen Bereichen kann auch die CSU keine Politik mehr machen, und deswegen versuchen sie da sehr schnell, sich geschmeidig zu machen, ihre Positionen zu wechseln. Mit Glaubwürdigkeit hat es allerdings nichts zu tun. Und deswegen sagen wir, es ist längstens an der Zeit für einen wirklichen Politikwechsel in Bayern. Wir haben bei der nächsten Landtagswahl die wirklich historische Chance, die politischen Verhältnisse in Bayern grundlegend zu verändern. Wir haben die Chance auf einen wirklichen Politikwechsel. Wir haben die Chance, Schwarz-Gelb in die Opposition zu schicken, Gelb vielleicht sogar in die außerparlamentarische Opposition, die Schwarzen aber auf jeden Fall auf die Oppositionsbänke. Und das wäre ein wirkliches Aufatmen für die Situation in Bayern, wo ja immer noch alles so schwer ist und überall die Verbindungen, Verfilzungen, Seilschaften immer noch spürbar sind. Also das wäre sozusagen wirklich ein demokratisches Aufatmen, wenn die CSU von den Zugängen zur Macht mal ein bisschen zurücktreten muss und wir ein Bündnis kriegen für eine demokratische Erneuerung in Bayern. Und deswegen sagen wir, dass es einen Politikwechsel in Bayern nur geben kann mit starken Grünen. Und deswegen sagen wir, wir sind für ein Bündnis mit starken Grünen, starken Sozialdemokraten und auch starken Freien Wählern. Aber in diesem Dreierbündnis sind wir Grüne die inhaltliche Gestaltungskraft. Jetzt nochmal in Bezug auf Ude. Ich kann ihn nur auffordern, jetzt nicht unnötig irgendwelche Fakten zu schaffen. Die evangelische Kirche hat zum Beispiel heute auch noch mal eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie fordert, keine irreversiblen Schritte zu gehen. Die katholische Kirche hat sich eindeutig positioniert, Stichwort Papst, aber es war in dem Fall der Marx, der gesagt hat, sie sind gegen die dritte Startbahn und sie werden ihre Grundstücke nicht hergeben. Also da einfach noch mal ein bisschen die Vernunft walten zu lassen, ja, nicht irgendwelche halsstarrigen Vorgaben zu machen, weil man das vor vielen Jahren mal sich überlegt hat, dass das sinnvoll sein könnte, einfach nochmal die Zahlen sich zu Gemüte zu führen, zu schauen, ist das Projekt denn wirklich sinnvoll unter den vielfältigen Aspekten, ja? Und dann aber auch die Größe zu haben, sagen wir, haben es uns jetzt nochmal angeschaut, wir müssen da nicht mit dem Kopf durch die Wand, wir müssen da nicht der Betonfraktion zum Durchbruch verhelfen, sondern vernünftig die Diskussion zu führen aufgrund der vorhandenen Fakten. Und ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Dann können wir auch, glaube ich, sehr gut die Perspektive für einen Politikwechsel in einem Dreierbündnis nach außen deutlich machen.